Wiederum eine Anwendung des Satzes von Castigliano, diesmal an einem Holzbalken. Es soll die Verschiebung des Punktes A am linken Ende des Holzbalkens mittels des Satzes von Castigliano bestimmt werden. Zu beachten ist wiederum, dass an diesem Punkt keine Kraft angreift, wir also eine Hilfskraft benötigen. Wir haben es also mit einem Holzbalken zu tun. Und im Punkt A hier ist die Verschiebung gesucht. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen ein Problem, auf den ersten Blick einmal, weil im Punkt A gibt es ja keine Kraft. Das heißt, noch was wollen Sie ableiten, wenn dort keine Kraft existiert. Also es ist so simpel, dass man sagt, naja, wenn es formal sowieso nur eine Ableitung ist, dann tragt man halt eine Kraft ein, das ist eine sogenannte Hilfskraft. Ich trage Ihnen die einmal blau ein da. FH. Und leiten alles ganz normal ab, wie man es halt im Satz von Castigliano immer macht und setzt am Ende der Ableitungen die Kraft wieder null. Dann hat man nichts verändert am System und kann trotzdem die Vorzüge des Satzes von Castigliano nutzen. So einfach ist es. Gut, machen wir wieder ein Freikörperbild. Wir bleiben bei unserem Koordinatensystem, das wir aus den Schnittgrößen kennen, damit alles gleich bleibt. Z nach unten, X nach rechts, nicht Y, und dann positive Drehrichtung gegen einen Uhrzeigersinn. Dann wird unser System folgendermaßen ausschauen. Von links beginnend wieder die Hilfskraft, dann diese äußere Last P, im Lager rechts ein FC und da im Rollenlager ein FB. Was man sofort auch sieht, ich zeichne es jetzt ein, ist, dass dieses FCX, das in C auch geben könnte, natürlich gleich wieder 0 wird. Die ganzen Abmessungen L. Und dann rechnen wir einmal aus dem Gleichgewicht die Kräfte aus, die für die Auflager gelten müssen. Was wichtig ist an der Stelle, man muss natürlich die Auflager schon mit der Hilfskraft gemeinsam berechnen. Also die Auflagerreaktionen müssen die Hilfskraft beinhalten. Also man muss das Gesamtsystem schon beim Gleichgewicht mitsamt Hilfskraft betrachten. Nur dann stimmt's. Auch wenn die Null ist. Gut, also Gleichgewicht, ich mache es da. Nach unten positiv zum Beispiel einmal liefert FB ist minus FC plus P plus Hilfskraft. Ich mache keine Bilanzen mehr, das haben Sie jetzt eh schon 100.000 Mal gesehen, sondern schreibe gleich sofort das Ergebnis her. Meistens Moment um den Punkt B zum Beispiel in positiver Koordinatendrehrichtung liefert dann ein FC, das lautet 1/2 P minus FH. Die Ls kürzen sich alle raus, die dann noch als Hebelarme vorkommen. Und dann kann man oben das FC einsetzen, kriegt für FB entsprechend 1/2 P plus 3/2 Hilfskraft. Und das FC ist eh schon da in der Form, dass nur mehr P und die Hilfskraft drinnen stehen. Also Auflagereaktionen ist jetzt so nur mehr im Vorbeigehen, das kennen wir schon lang. Schnittgrößen ist eigentlich auch nicht mehr wirklich Thema, aber die muss man dennoch ausrechnen. Einmal der erste Bereich. Der erste Bereich ist natürlich da vorne bis zum Rollenlager. Die Hilfskraft wieder blau, positives Schnittufer, also Q von X, 1 in dem Fall nenne ich es, M von X1 und Laufvariable X1, dann schreiben wir sofort das Moment daher, das ist ja nur minus FH mal Laufvariable X1 an jeder Stelle X1, dann ist die Ableitung nach der Hilfskraft
nichts anderes als minus x1 selbst. Und dann kann man am Ende die Hilfskraft einfach 0 setzen. Das brauchen wir dann später. Also das Moment an der Stelle FH ist 0 gesetzt, ist offensichtlich 0. Das heißt nichts anderes als, der Bereich wird nichts beitragen am Ende. Zweiter Bereich, da ist es noch ziemlich egal, von wo man schneidet. Ich schneide da wieder von links. Führe aber dann, wie vorhin besprochen, eine lokale Laufvariable ein. Das ist mir einfach die sympathischere Herangehensweise. Wir haben also hier dann L konstant und dann startet von hier meine Laufvariable x2, über die ich dann integriere im Satz von Castigliano. Die Schnittgrößen wieder ist dann q von x2, m von x2. M von x2 kann man gleich wieder hinschreiben. Das ist in dem Fall offensichtlich das gleiche fast wie vorher, nämlich minus fh mal l plus x2. Nur jetzt kommt der Anteil von fb noch dazu und der ist in die andere Richtung drehend, also fb mal x2 positiv. Dann kann man entsprechend einsetzen, minus fh mal L minus FH mal X2 plus 1/2 P mal X2 plus 3/2 FH mal X2. Das ist also L FH mal L gibt es eh nur das. Und 3/2 minus 2/2 sind 1/2 und 1/2 p mal x2. Dann haben wir normalerweise alles. Gut, dann leiten wir das Ganze nach fh ab. Ist also dann minus l plus 1/2 x2. P abgeleitet ist natürlich 0. Und von x2 an der Stelle Hilfskraft 0 gesetzt, liefert dann nur mehr 1/2 p mal x2. Das sind immer der Term und der Term und die beiden, das sind die, die wir im Satz von Castigliano dann einsetzen. Also nach dem Ableiten kann man dann die Hilfskraft sofort 0 setzen. So, und das gleiche noch einmal für das dritte Schnittfeld, dass ich jetzt von rechts schneide und auch die Laufvariable von rechts laufen lasse. Dann haben wir da x3 und q von x3 und das m von x3. Also was man natürlich schon aufpassen muss, ist, dass wenn man jetzt da die Laufvariable umdreht, dass sie natürlich, wenn z nach unten positiv bleibt, das x auch umdreht und damit die Rotationsrichtung umdreht, die positive. Also fc mal x3. Wenn Sie sich unsicher sind, schneiden Sie halt alles von links. Das ist auf jeden Fall auch richtig. Und dann setzen wir fc von oben ein. Fc war 1/2 p minus fh, also 1/2 p mal x3 minus 1/2 fh mal x3 und dann ist die Ableitung dessen nach der Hilfskraft minus 1/2 x3 und dann wieder Moment ohne Hilfskraft ein halb p x3. Das ist jetzt alles, das sind alle Zutaten, die wir für den Satz von Castigliano brauchen.
Tester wieder, markieren wir uns auch, damit wir es nachher leichter finden. Und dann kann man sofort die Verschiebung von diesem äußersten linken Punkt A da wie gefordert bestimmen. Also Satz von Castigliano. Verschiebung in A, WA ist dann wieder 1 durch EJ. Alles additiv. Integral, erstes Integral läuft von 0, also es laufen alle Integrale von 0 bis L, weil wir so die Laufvariablen gesetzt haben. Erstes Integral ist das über mx1 und die Ableitung von mx1 nach fh dx1. Ich schreibe jetzt alles stur her und dann setzen wir ein. Das gleiche für mx2. Und schlussendlich für x3. Was man sieht, wenn man noch einmal raufschaut, ist ja, dass mx1 0 war an der Stelle fh0. Also das erste Integral fällt sofort weg. Da steht also einfach nur 0. Minus L, ja, ich habe es auseinander geteilt. Also schreiben wir es einmal getrennt her. Mit dem L multipliziert kriegt man da Minus Integral 0 bis L 1 halb P mal X2 mal L. Das ist das M von X2 mit FH0 mal Minus L. Und der zweite Anteil kommt sofort. Der ist einfach extra angeschrieben als Plus. Ah, da führt man nur als dx2. Als Plus Integral 0 bis L. Dann haben wir da ein Viertel p und da gibt es ein zusätzliches x2, also x2 Quadrat dx2. Und aus dem letzten, das ist eh da in Sichtweite, kommt ein Minus Integral 0 bis L, ein Viertel P x3 Quadrat dx3. Auch da sieht man eigentlich beim ersten Hinschauen, dass die hinteren beiden Integrale sich gegenseitig aufheben werden. Die haben die gleichen Grenzen, die haben den gleichen Funktionszusammenhang, die schauen komplett gleich aus. Also im Prinzip kann man die da schon wegkürzen. Die haben nur unterschiedliches Vorzeichen. Schreiben wir es trotzdem hin, dass es komplett klar wird. 1 durch Biegesteifigkeit. Dann bleibt von da vorne minus 1 halb p mal x, ja, x Quadrat halbe. Und das eine L liefert noch ein zusätzliches L. Wenn wir einsetzen fürs x, ist L, also L der dritten, halbe dann. Und hinten plus ein, ja, machen wir auch so, ein Viertel P L der dritten Drittel minus vom hintersten ein Viertel P mal L der dritten Drittel. Schon alle Grenzen eingesetzt und dann kürzen Sie die beiden weg. Und es bleibt tatsächlich nur über minus, hoppla, p L der dritten durch 4 mal Biegesteifigkeit. So, das Minus ist ganz gut, weil das Minus heißt in negative Z-Richtung und das sollte man schon erwarten, weil das Ding wird sie irgendwie so durchbiegen. Also der Punkt A wird wahrscheinlich nach oben wandern, wenn man sich überlegt, was die Kraft P hier macht und nachdem das Rollenlager stützt. Das ist einmal okay vom Vorzeichen her. Und dann kann man sich noch überlegen, nachdem die Werte gegeben sind, das Trägheitsmoment h der dritten b zwölftel ist in dem Fall 5,83 mal 10 hoch 7
Millimeter der vierten für meine Werte wieder. Und damit ist die Verschiebung in Zahlenwerten, wenn man alles einsetzt, minus 8,84 Millimeter nach oben. Weil die Koordinate z ja nach unten zeigt.